Boah, wie sind wir entstanden? Das ist schon verdammt lange her. Das war damals mit unserem allerersten Schlagzeuger Christian, der wir saßen zusammen und dachten so, boah, irgendwas müssen wir zusammen starten. Und hab ich gesagt so, ey, ich spiele Gitarre, dann spielst du auch Schlagzeug, lass uns mal eine Band machen. Das war okay, ich konnte natürlich nicht wirklich Gitarre spielen, aber naja, wir haben uns getroffen und ein bisschen zusammen gejammt und nach haben uns dann eben Musiker zusammengesucht, den Marcel zum Beispiel, den Schelte oder andere, die waren auch nicht lange da. Ich meine, das wäre 2003 gewesen. Ich meine sogar März 2003, da haben wir ja schon ein Jubiläum schon fast. Das hat sich dann alles so nach und nach gegeben. Es war auch eigentlich nur ganz am Anfang so ein Just-for-Fun-Projekt. Hat sich echt gut entwickelt, muss ich sagen. Auftritte hier natürlich im Raum Menden haben wir viel gespielt, im Raum Iserlohn, HEMA und Umgebung. Und unsere größten Auftritte waren bisher, würde ich sagen, das Burgrock Festival, das Whisper Festival und Metal for Mercy und im Winternachtstraum haben wir auch gespielt. We would find us. There's no need to come back again. Oh, free my soul from all this pain. Shallow is an open gate. Take it on, make me burn in hell. Free my soul and quit this pain. Davon würde ich sagen, am besten ist das Whisper Festival gewesen, weil wir da einen großen Fanzuspruch hatten und die Stimmung war super. Und deswegen würde ich sagen, war das schönste Festival. Also zur Musik bin ich gekommen, da mein damaliger Grundschullehrer auch Gitarre gespielt hat. Und da habe ich gedacht, dieses Streichinstrument, das möchte ich auch spielen. Bis dahin habe ich noch gedacht, das wäre ein Streichinstrument, bis ich dann erfahren habe, das ist ein Zupfinstrument. Und danach habe ich dann erst Akustik gespielt, dann E-Gitarre, bis ich dann zu der Band gestoßen bin. Und meine größten Vorbilder sind Joe Satriani und John Petrucci, von denen ich sehr viel privat nachspiele und ich denke, dass... sieht man auch in meinen Solis. Was ich im Zimmer, der ist 4 Jahre älter, der hat sich im Zimmer ein bisschen Akustikgitarre geklampft. Ich denke, das willst du auch mal machen. Das hört sich gut an. Und hat mich da mal ein bisschen dabei gesetzt. Der hat mir das ansatzweise gezeigt. Ich habe es versucht. Ja, und viele Bands kennengelernt durch meinen Bruder. Und dann irgendwann gemerkt, dass es mehr so der Gesang, mit dem Spaß machen würde. Dann auch ausprobiert natürlich in jungen Jahren. Und wie jeder wahrscheinlich dachte sich so, oh, ich kann das ja. Und dachte ich mir dann auch. Probier's jetzt mal.
erzählen, wie es ihnen geht und es aber halt gesanglich präsentieren. Und das ist das Faszinierende, dass jemand einfach singt, schon dieses große Zeug macht, was die Stars machen, diese großen Musiker, die stehen auf der Bühne, erzählen aber eigentlich nur das, was in deren Herzen irgendwie vorgeht. Und das hat mich fasziniert. Aber immer so, zumindest das zu versuchen, was ich am liebsten höre. Versuchen, da dran zu kommen. Es nicht selber genau so zu machen, sondern einfach nur das von denen zu lernen. Von jedem etwas anzunehmen, um dann einen eigenen Stil zu entwickeln. Und es hat sich irgendwie ergeben, dass ich das geschafft habe, diesen eigenen Stil zu entwickeln. Bin ich, glaube ich, durch den Nachbarn von meinem Cousin. Der spielt nämlich Gitarre und da habe ich das so mal mitgekriegt und dann haben mein Cousin und ich beide angefangen, bei ihm so ein bisschen Gitarrenunterricht zu nehmen. Das war dann auch ähnlich wie bei Schelte eben auch noch Akustikgitarre und das hat sich dann eben so entwickelt, dass ich so im Laufe der Jahre dann auf E-Gitarre umgestiegen bin und dann auch bei Marcel Unterricht genommen habe, wodurch ich dann auch die Jungs kennengelernt habe. Und meine Einflüsse und meine Vorbilder sind eigentlich von Bands her gerade In Flames, die haben mich sehr beeinflusst. Und an der Gitarre finde ich schon Herman Lee von Dragon Force ziemlich cool. Ja. Also wir haben im Laufe der Zeit einige Veränderungen durchmachen müssen, gerade im Schlagzeugbereich. Dann hatten wir von unserem ehemaligen Gitarristen den Bruder, der uns ganz spontan ausgeholfen hat, Martin, und extrem talentiert. Wir haben auch schöne Konzerte mit ihm gespielt und er hat uns alle begeistert und uns mal wieder ein bisschen Schwung gebracht. Wir haben schon ein bisschen Angst gehabt. Wir dachten, ich glaube, an dem Zeitpunkt dachten wir, das wäre jetzt erstmal richtig schwer. Dann haben wir mit Riesenglück unseren Basti gefunden. Der hat uns überzeugt, umgehauen. Ja. Der hat uns gesagt, was er kann. Und dass, wie er auch selbst sagt, dass er ein Herzblutmusiker ist. Und ja, wir haben eine super Zeit mit ihm erlebt. Wir haben ihn kennengelernt und so. Er hat super zu uns gepasst. Dann musste uns Philipp verlassen, der lange bei uns war. Fast seit Anfang, genau. Ja, und er war auch großer Songschreiber mit, er hat viel an der Musik gemacht, also er hat ziemlich viel dazu beigetragen, er hat gemeckert, er war kleinlich, aber genau das war immer passend, weil er hatte halt eine richtig große Ahnung davon, von dem Ganzen. Ja, der hat uns auch sehr, sehr nach vorne gebracht. Auch. Er hat uns weit nach vorne gebracht, er hat viel getan und ja, er hat sich dann entschlossen für die Karriere, was auch ihm keiner auch nur ansatzweise übel nimmt, hat er sich verdient und wie gesagt, das war eine Bombenzeit, ja, und dann standen wir halt an dem Punkt, wo er dann wirklich mal gesagt hat, okay, Jungs, ich bin dann mal weg. Wir haben uns dann überlegt, Gitarristen zu finden. Philipp zu ersetzen ist verdammt schwer. Haben nicht groß nachgedacht und haben uns überlegt, wir haben Sam hier im Angebot, der bei Marcy Gitarrenunterricht hatte. Und er hat sich verdammt schnell die ganzen Sachen drauf geschafft. Sonst
bei einem Konzert mal ausgeholfen in Menden. Direkt klasse gemacht, war auf der Bühne so, als wäre er schon immer dabei gewesen. Dann war uns klar, den holen wir erstmal ins Boot. Falling to pieces, falling to pieces, falling to pieces. Wir sind dann nach Paderborn gefahren, in ein schönes kleines Tonstudio. Es war super familiär und du bist da hingekommen und boah, das war da willst du nicht wieder weg. Und 2 Tage sind wir geblieben, haben die Songs innerhalb von eigentlich einem Tag komplett eingezimmert. Am 2. Tag nur noch so ein paar Overdubs eben dazu gemacht, also kleine Fehler eben ausgebügelt, lassen sich ja nicht vermeiden. Ja, und dann hat der Plümpi hat dann echt die 3 Songs dann, übrigens sind 3 Songs, innerhalb von vom halben Tag eingesungen. Ich denke, jedem von uns bedeutet die Band auf jeden Fall sehr viel, da wir ziemlich viel Zeit und Arbeit und Geld darin investieren, zumal wir uns 2-mal die Woche abends treffen, für eine lange Zeit immer zusammen rumhängen, Spaß haben, natürlich auch viel am Wochenende, je nach Saison quasi, spielen, auch schon ein paar echt tolle Auftritte hatten. Und ich denke, jeder von uns ist ein Vollblutmusiker und dadurch, dass wir auch eigene Musik machen, ist das natürlich auch eine Herzenssache, weil man seine eigenen Ideen, Einflüsse mit einbringt und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil von jedem von uns. Ja, durchsetzen ist immer, ist echt schwer. Natürlich mit viel harter Arbeit, mit Ideen, innovative Ideen vor allen Dingen, außergewöhnliche Cover-Artworks, Ideen auf der Bühne, generell auch die Songs, also die müssen auch eben außergewöhnlich sein. Außergewöhnliche Sachen bleiben den Leuten immer im Kopf hängen. Wenn du jetzt zum Beispiel da Nackig spielst oder so, dann sagen alle, hey, das ist doch die Band, die Nackig spielt irgendwie. Und okay, also wir verkleiden uns nicht auf Konzerten oder irgendwie so. Ich glaube, wir stechen heraus, indem wir uns einfach so präsentieren, wie wir jetzt sind, uns nicht verstellen auf der Bühne vor allen Dingen. Und echt immer so lustige Ideen irgendwie haben, die nicht albern wirken, sondern durchdacht auch sind eben. Und ja. Aber es ist schwer, sich heutzutage irgendwie durchzusetzen und hervorzustechen vor allen Dingen. Aber wir tun unser Bestes. Ja, musikalisch was verändern jetzt eigentlich großartig nicht. Also wir wollen schon unserem Stil treu bleiben, aber eben gerade dadurch, dass ich jetzt natürlich auch neu dazu gekommen bin, habe ich auch vielleicht schon ein paar neue Ideen eingebracht, sodass man einfach auch neue Facetten zeigen kann, aber trotzdem einfach dem eigentlichen Equitone-Stil treu bleiben kann. Ja.
unsere Ziele. Wo wollen wir hin? Ja, was wollen wir machen? Wir wollen definitiv raus, ferne Städte, vielleicht auch ferne Länder, Leute sehen, die sich davon begeistern lassen. Sei es irgendwie auf großen Festivals, wo uns keiner kennt, die Leute hören, wie sie unsere Sachen mitsingen, wenn sie wissen, was sie singen müssen. Ja, so ein bisschen Taschengeld darf natürlich auch ein bisschen abfallen. Wichtig ist auch, dass wir dabei den Spaß behalten. Machen wir sowieso. Weil wenn es keinen Spaß mehr macht, dann hören wir auch von heute auf morgen auf damit. Und das ist der Grund, warum es uns so lange gibt, weil wir immer noch Spaß daran haben. Wie gesagt, wir wollen mal ein bisschen was von der Welt sehen. Wir müssen jetzt nicht davon leben können, wir müssen nicht reich werden, wir müssen keine 1000 Groupies haben, wir wollen einfach nur Begeisterung, unsere Musik an die Leute ranbringen und die sollen dafür uns die Begeisterung geben. Dann sind wir quitt. Das ist ein schönes Ziel. Noch relativ viel geplant. Also wir schreiben gerade ein paar neue Songs, möbeln noch ein paar alte auf, die vorher einfach nicht zu uns gepasst haben, weil die jetzt zu uns nicht mehr passen, und wir verpassen dann eben den neuen Acritones Touch irgendwie. Ja, auf jeden Fall wieder also die CD und dazugehört, Fotoshootings und Video, ganz genau. Jetzt gerade mit einem sehr guten Kollegen eben dabei, ein Musikvideo zu machen. Haben wir schon die ersten Ideen gesammelt. Storyboard wird jetzt gerade geschrieben. Und ja, was das Jahr sonst noch bringt, müssen wir gucken. Eben Konzerte. Eine andere Festival wird mit Sicherheit auch dabei sein. Dann erstmal Urlaub, auf jeden Fall. Klar, Standard ist das ja bei uns immer, dass wir zum Ende der Sommerferien hin, da fahren wir immer allesamt in Bandurlaub. Nach Holland. Vorletztes Jahr haben wir sogar ein Bungalow gemietet. Das war auch schade, dass ich meinen Personalausweis abgeben musste. Fällt alles auf mich zurück. Mal so ein verlängertes Wochenende machen wir dann da, entspannen uns, planen auch vor allem neue Sachen. Es kommen dann mal super viele Ideen, die man immer im Winter dann immer versuchen umzusetzen. Wie jetzt auch die aktuelle CD, jetzt gerade hier die Sneak Preview. War cool. Ist immer noch cool. Und wieder cool bleiben.